Viele von euch sind wahrscheinlich schon an Glen Turner vorbeigelaufen. Keiner hat sich getraut, die Flasche zu kaufen. Deswegen habe ich sie gekauft und wir schauen uns nach dem Intro mal an, was wir da so gleich im Glas haben. Los geht's, Kinders! Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich habe heute was aus dem Supermarkt dabei, was günstiges. Viele von euch sind, wie ich gerade schon gesagt habe, wahrscheinlich sehr oft dran vorbeigelaufen. Jeder hat die Buddel vielleicht schon mal in der Hand gehabt. Ob es jetzt dieser ist, der Glen Turner 12, oder ob es jetzt der Glen Turner Double Oak heißt, der glaube ich, ist. Aber irgendwie hat jeder schon mal die Buddel in der Hand gehabt, wollte die mitnehmen, aber hat dann gesagt, nee, nachher schmeckt das nicht, nehmen wir doch nicht mit. Deswegen habe ich jetzt hier die Buddel gekauft. Glen Turner, 12 Jahre Master Reserve, Single Malt Scotch Whisky. Und es wird ja prominent damit geworben, dass er in Oak Casks gereift wurde. Wow. Ja, ich bin wie die meisten anderen von euch halt auch schon ein paar Mal drum rumgeschlichen. Habe immer gesagt, ja, weiß ich nicht. Naja, jetzt habe ich einfach mal zugegriffen und habe mir einfach mal beide Glen Turners gekauft. Und ja, als erstes machen wir jetzt mal heute hier den 12er auf. So, was ist Glen Turner? Offiziell, mal kurz gucken, ob hier was draufsteht. Nee, offiziell steht nur drauf, dass er aus den Highlands kommt. Was genau für eine Distille drin ist, steht nicht drauf. Aber wir wissen, dass Glen Turner von Glenmorey hergestellt wird. Also, da kennen wir ja schon ein paar Abfüllungen von. Die sind ja auch sehr bekannt für Supermarkt-Whiskys, die aber tendenziell eigentlich besser sind als ihr Ruf. In der Regel finde ich die auch sehr lecker. Ich mag die Glenmorey-Abfüllungen genauso wie die unabhängig abgefüllten Glenmoreys, die eigentlich auch ziemlich lecker sind. Also von daher mache ich mir jetzt hier erstmal keine Sorgen. Also Farbe, der ist relativ dunkel, aber kann es halt nichts drum geben, da der gefärbt ist. Hat auch nur 40% und preislich liegen wir hier so irgendwo bei 22 bis 25 Euro. Die andere Abfüllung, die es davon gibt, die auch quasi in jedem Supermarkt zu finden ist, liegt so zwischen 17 und 18, manchmal auch 19 Euro. Aber auch preislich sehr, sehr günstig und sehr erschwinglich, würde ich einfach mal sagen. Bei dem anderen Glen Turner habe ich halt immer gedacht, weil der, glaube ich, Double Cast oder Double Oak oder so draufsteht, das könnte Tamna Wulin sein. Aber wie ich jetzt weiß, ist es ein Glenmorey. Ja, gut, viel zu erzählen gibt es dazu nicht. Ne? Also ich finde halt schon krass, dass wir bei dem Preis hier auf jeden Fall schon eine Tube mit dabei haben. Und auch eine tolle Flasche. Also hier, ne, die Flasche ist jetzt, da steht hier, also hier oben seht ihr, warte mal, das kann man nicht so gut, doch, das kann man sehen, da steht Glen Turner drauf und hinten drauf ist noch eine Distel. Ne, also hier schön, ja, so kann man das, glaube ich, ein bisschen sehen. Also ist auch schon relativ hochwertig, ne, für den Kurs. Also ich finde, da kann man jetzt erstmal nicht meckern. Jetzt muss natürlich nur noch der Inhalt stimmen, beziehungsweise auch schmecken. Das ist natürlich jetzt das Wichtigste, dass es schmeckt, das Zeug. Ja, deswegen, wir halten mal die Nase rein, gucken mal, was wir so im Glas haben und dann probieren wir gleich mal. Also, los geht's, Knass. Im ersten Moment musste ich so ein bisschen an Glenfiddich 12 denken, weil der so einen ähnlichen Geruch hat, aber das ist, also ja, da fehlt noch so dieses gewisse Etwas, was ich so bei Glenfiddich halt sonst auch immer habe. Hier habe ich eher so, ja, so Vanille-Apfel ist das. Könnte auch so ein klein geschnittener Apfel mit so ein bisschen Honig oder sowas sein. Aber ich finde, der hat halt sehr krasse Röstaromen in der Nase. Also als wenn wir das Fass extrem krass getoastet haben. Ja, also schlecht riecht er erstmal nicht, ne? Aber ich finde halt, da kommt dann auch nicht viel. Aber ich glaube, ist ja auch klar, weil der wird, ist halt eher so ein Whisky wieder, der zum Trinken, zum Easy-Sippen ist, ne? Vermutlich und nicht zum, wir riechen stundenlang dran und verkosten den jetzt, was weiß ich wie oft, ne? Aber so macht er erstmal nichts falsch. Also ich habe schöne Vanille, ich habe schöne Apfelnote, ich habe extrem krasse Röstaromen. Ich finde, das riecht so, als wenn ich den Apfel vielleicht ein bisschen angebraten hätte. Vielleicht, nein, noch besser. Du hast den Apfel oder diesen Apfel klein geschnitten und mit Honig karamellisiert. Aber ich würde mal ein bisschen auf den Handrücken hier packen, weil ich finde, dass diese Röstaromen könnten vielleicht auch ein bisschen Rauch oder sowas sein. Ja.
Also er hat auf jeden Fall schon einen krassen Barrel-Char. Richtig Rauch rieche ich jetzt nicht, aber sehr, sehr krasser Barrel-Char, würde ich schon sagen. Also ist auf jeden Fall krass getoastetes Fass gewesen. Der kriegt auch noch so ein bisschen so eine leichte Säure, finde ich. So einen ganz leichten Apfelessig vielleicht, so einen naturtrüben Apfelessig. Die sind ja eigentlich nicht immer ganz so sauer. Ja, aber das wart halt auch, ne? Ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal, ne? Dann Slanjakinnas. Also der Apfel ist nicht mehr so krass präsent. Dafür habe ich krass viel Vanille. Und diese Röstaromen sind auch hier super intensiv. Also ich finde, das schmeckt so ein bisschen wie so ein angebranntes Karamell mit so einem Hauch Schokolade dabei. Ne? Also diese Fruchtigkeit, die ich in der Nase hatte, so die, in der Nase gab es ja so wirklich diese Apfelnote, die habe ich im Geschmack fast gar nicht mehr. Nee, auch von, also wenn du jetzt nochmal dran riechst, kriegst du zwar noch Apfel, aber nicht mehr so intensiv wie vorher. Aber insgesamt würde ich jetzt sagen, ist das schon, ja, ist halt, für mich ist das so ein Whisky, den kann man, glaube ich, gut zum Grillen trinken. Ihr wisst ja, Leute, Grillwhiskys und so, ne? Dazu passt der, glaube ich, ganz gut. Oh, aber ich merke gerade, der wird ein bisschen trocken. Also hier so rundherum, Mundraum, wird alles trocken gerade. Ja, nochmal einen Schluck probieren. Ja, okay, die trockene Note bleibt. Also kurz vorm Abgang wird der echt trocken. Das verteilt sich echt im ganzen Mundraum. Ich habe richtig richtiges trockenes Mundgefühl. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Kennt ihr das, wenn du so, du warst auf dem Festival, hast richtig Gas gegeben, richtig Party gemacht und du wachst am nächsten Morgen auf? Dieses Mundgefühl, das habe ich gerade. So richtig trocken und so jeder Tropfen Wasser hilft dir weiter, so ungefähr. Ja, und so trocken wird der gerade. Aber trotzdem schmeckt der. Na, der hat so ein, ich finde diese Röstaromen sind krass. Der hat so eine, diese leichte Schokoladennote, diese Vanillenote, dieses leicht angebrannte Karamell. Und ich finde, hinten raus kriegt er so eine gewisse Würzigkeit, die aber auch ein bisschen herb wird. Also sind wahrscheinlich nicht nur Topfässer benutzt worden, aber ist auf jeden Fall noch okay. Ne? Also habe ich schon schlimmer erlebt. Ich sage nur Queen Margot 8, das war eine Katastrophe. Ne? Aber hier oder hier bei den Spaymores von Aldi, die waren auch jetzt, okay, die Batches, die ich hatte, sagen wir jetzt mal so, waren auch nicht so toll. Aber okay, der hier, ja, mein Gott. Also kann man sich holen, muss man aber nicht holen. Wie gesagt, ich glaube zum Grillen, so ein Easy Zipper, dafür ist das Ding auf jeden Fall geeignet. Aber ansonsten ist das jetzt hier nichts krass Besonderes. Diese leicht herbe Note, dieses trockene Gefühl, ja, das macht schon nicht so viel Spaß. Aber wie gesagt, geschmacklich kann der trotz 40%, ist der nicht wässrig oder so und kann trotzdem sich ein bisschen behaupten. Ne? Also ich sag mal, ich bin so bei 3-4 Daumen hoch. Mehr ist es leider nicht, aber wie gesagt, für den Preis, mein Gott. Also wenn du Besuch kriegst, wenn du daraus Cocktails machen willst, wenn du da Cola reinkippen willst, dafür kann man den wahrscheinlich super nehmen. Ne? Also wie gesagt, pur trinken muss man halt selber überlegen, ob man da Bock drauf hat. Ich finde diese extreme trockene Note, ich muss gleich erstmal irgendwie gefühlt einen halben Liter Wasser trinken, habe ich so im Mundgefühl. Wie gesagt, aber das ist es halt. Ne? Naja gut, wenn ihr schon mal den Glenturner 12 im Glas hattet, ich weiß gar nicht, ob es den schon so lange gibt. Ich meine, ich habe den erst vor kurzem halt in den Shops gesehen. Aber wenn ihr den schon mal im Glas hattet, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über Feedback generell dazu freuen. Und wenn ihr Bock habt, folgt mir gerne bei Facebook, bei Instagram, kommt in meine Whisky-WhatsApp-Community-Gruppe. Und ihr könnt natürlich auch gerne den Kanal über Patreon oder über die Kanalmitgliedschaft hier unten drunter unterstützen. Einfach draufklicken und dann sucht ihr euch ein Goodie aus. Ein Tier-Level, so nennt man das ja. Darum geht es auf 4,99 los. Und ich würde mich freuen, euch da bald in der Community begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.